der Organisationsentwicklerin und stelle mich jetzt so dieser Frage, wie wollen wir denn unsere Produktion zukunftsfit machen? Und es gibt verschiedene Fragestellungen, die mich da umtreiben. Vielleicht könnt ihr da auch nochmal ergänzen oder erweitern. Einmal, die Babyboomer verlassen so langsam das Unternehmen. Wie können wir dieses Wissen sichern, um es im Organisationskontext weiter nutzen zu können? Aber auch, wie können wir dieses Wissen, das man vielleicht über Gespräche, Mentoring und so weiter an andere Mitarbeiter weitergeben kann, anders nutzen, um die Zukunft, nämlich die digitale Transformation vorzubereiten, Stichwort autonome Anlage. Also wie kann es wiederum auch genutzt werden, um zukunftsgerichtet Systeme zu trainieren? Also ich kann überall Sensoren dran kleben und die lesen ganz viele Daten aus, aber es muss irgendjemand diese Systeme auch trainieren. Jetzt habe ich leider mit Mitarbeitern zu tun, die nicht den ganzen Tag am Laptop sitzen, die vielleicht gar keinen Laptop haben, sondern sie den kompliziert oder nicht kompliziert, kommt immer auf die Anlage, Betrieb, Umgebung an, ausleihen müssen, um das dann zu tun. Also ich habe ganz, 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 ganz viele Fragestellungen und da habe ich mich gefragt, ob ihr nicht Ideen habt, kreative Beispiele, Dinge, die ihr mitbringt oder vielleicht treibt euch das gleiche Thema um. Ich sehe Nicken. Ich sehe sogar Online-Nicken. Wie geht es euch mit dieser Fragestellung? Ich kann vielleicht mal anfangen. Mhm. Und zwar, also wir haben auch bei Alpla natürlich unsere Hauptmitarbeiterschaft ist auch in der Produktion tätig. Und auch hier haben wir natürlich das Thema, dass Leute mit viel Wissen das Unternehmen verlassen und oftmals dann viel Wissen mitnehmen. Und auch die Fragestellung, die du genannt hast, deswegen fand ich es auch interessant. Und andererseits eben auch eine Strategie, Talent Powerhouse nennen wir das. Also sozusagen, wie können wir unsere Mitarbeiter halten, sie auch gegebenenfalls in Bereichen, wo immer mehr automatisiert wird, reskillen, Neudeutsch, also sozusagen sie befähigen oder Möglichkeiten eröffnen, von einem ins andere zu kommen. Deswegen fand ich es super spannend, dein Thema auch zu sehen. Ich glaube, da gibt es viele Überschneidungspunkte. Und so ein paar Ideen, die mir gerade direkt im Kopf gekommen sind, war, also was wir extrem viel machen, ist Train the Trainer, also auch für Schichtleiter, Produktionsmanager, also sie eigentlich sozusagen didaktisch fit zu machen, wie bringe ich Wissen rüber. Mhm. Und das ist auch was, was sehr gut ankommt und was jetzt immer mehr in den Produktionsblöcken auch, also oder halt mit Personen, die nah dran sind, auf jeden Fall an Schichtleitern, irgendwie zum Beispiel, zum Beispiel Qualitätsmanager oder sowas. Mhm. Und mit einer Kollegin hatte ich mich letzte Woche ausgetauscht, die ihm erzählt hat, dass sie so Patenschaften in die Richtung haben, also dass sie mit den und die zum Beispiel, also die Person, die jetzt in einem Jahr geht, dass sie einerseits die Patenschaft für den Nachfolger übernimmt und aber auch, wenn sozusagen der Wissenstransfer gut gelingt, die dann auch nochmal einen Bonus kriegen zum Schluss hin. Das heißt also, das Ganze auch ein bisschen monetär nochmal vergüten und damit haben sie anscheinend sehr gute Erfahrungen gemacht. Das fand ich auch einen spannenden Ansatz. Danke. Eine Frage noch, ist es okay, wenn wir aufzeichnen, weil sonst gehen oder zeichnen wir schon auf? Ja, nicht schon auf, aber ist es für jeden auch so? Sehr gut, weil dann gehen uns die tollen Ideen verloren. Also ich habe dich richtig verstanden und bei euch ist es eher so die Mensch-Mensch-Schnittstelle, die da arbeitet, mhm. wo man aber gleichzeitig nochmal sagt, also wenn es gut läuft, gibt es einen extra und top nochmal. Mhm, genau, ja. Also die hatten dann, also das weiß ich nicht mehr ganz genau, wie das war, irgendwie schon auch irgendwie, muss man ja irgendwie evaluieren, hat das jetzt gut funktioniert oder nicht. Das weiß ich gerade nicht mehr genau, wie sie das gemacht haben. Aber auf jeden Fall war es einerseits mit diesem Bonus verknüpft, am Schluss dann auch so eine offizielle Übergabe beim Werksleiter. Sozusagen, ich übergebe jetzt von dir an dich. Das fand ich irgendwie auch ganz schön. Also irgendwie auch so nochmal wertschätzend. Und halt durch so eine wirklich individuelle Vereinbarung mit dem Mitarbeiter, der das Unternehmen verlassen wird. Ja. Habt ihr auch so Beispiele, wo es eben Mensch-Mensch-Übergabe ist? Hat vielleicht jemand auch was Mensch-Maschine?
Also ich komme von Roche, von der Pharmaproduktion. Wir sind die Learning-Abteilung, die nur für die Produktion zuständig ist. Und wir haben genau die gleichen Themen. Wir haben zusätzlich auch noch die Themen, dass viele Produktionsmitarbeiter befristet sind. Das heißt, die gehen nach Zeit, dann kommen wieder ganz neue. Und auch die Herausforderung durch ständig veränderndes Produktportfolio, dass Mitarbeiter auf den verschiedenen Linien eingesetzt werden sollen. Und wir gehen auch stark in Richtung kompetenzbasierte Trainingsformate, Train the Trainer, On-the-Job-Training, also auch genau das, was wir auch haben. Es soll eine neue Akademie kommen, wo Schlüsselpersonen, das sind oft Babyboomer-Generationen, die sehr viel Wissen über Jahrzehnte angesammelt haben, was neue Mitarbeiter auch gar nicht mitbringen, identifiziert werden. Und die sind dann auch so eine Art Coach. Und die werden dann auch freigestellt und vermitteln ihr Wissen dann an neue Mitarbeiter. Und da arbeitet man nicht mit Geld, sondern mit Anerkennung in Form von Zertifikaten. Das ist bei uns ein globales Konzept, was auf alle Produktionsstandorte ausgerollt wird, wo diese Personen identifiziert werden. Und da arbeiten wir auch mit so Wissenslandkarten. Und wo auch anhand des Prozesses die Kompetenzen identifiziert werden, die wir benötigen. Und wer hat diese Kompetenz oder das Wissen? Und dann besuchen sie, hat man das formalisiert für alle 11 Produktionsstandorte in Form einer Akademie. Das ist die Produktionsakademie. Und wie wird das angenommen? Da sehen wir jetzt noch nicht. Das ist jetzt neu. Weil man hat genau dieses Problem erkannt. Die gehen jetzt alle in Rente, unsere Wissensträger. Und wir bekommen ständig neue Leute und die wechseln ständig und da ist man jetzt dabei, aber wir haben Erfahrung mit Zertifikaten gemacht. Es wird sehr gut angenommen. Da haben die Leute so eine Form der Anerkennung empfunden und haben sich dann sogar bei einem anderen Modell, was wir mal hatten, beschwert, wenn sie ihr Zertifikat nicht bekommen haben für ihren Lebenslauf. Okay, danke dir. Du hattest gerade von Wissenslandschaften gesprochen. Magst du Landkarten. Magst du dazu noch was sagen? Das macht ein Mitarbeiter meines Teams. Das heißt, ich bin hier selbst nicht die Fachexpertin. Deshalb würde ich vorschlagen, kann ich da gerne im Nachgang. Wir haben ja die E-Mail-Adressen, oder? Von den Teilnehmern hier. Nee, verteilt sind sie nicht. Musst du austauschen. Okay. Dann können wir gerne mal so näher in den Austausch gehen. Also, ich glaube, ich kann einen kurzen Beitrag leisten. Also es geht darum, dass du im Prinzip eine Mindmap erstellst von dem Arbeitsgebiet und dabei probierst, implizites, verstecktes Erfahrungswissen zu erfassen, was der Mitarbeiter hat, was ansonsten verloren gehen würde. Dass man sagt, die systemkritischen Tricks und Kniffs vielleicht in der Anlage oder auch in der Werkstatt, die eben der Mitarbeiter mit sich nehmen würde, würde er morgen das Unternehmen verlassen. Und da ist eben die Frage, wie gehst du da dran? Und wir machen das zum Beispiel bei uns. Also wir arbeiten im Moment auch im Thema Wissenstransfer bei BASF. Also ich komme aus dem Ingenieursbereich, wir betreuen aber auch Werkstätten. Und da gibt es standardisierte Fragebögen, dass du im Prinzip Leitfragen hast, die du mit dem Mitarbeiter durchgehst, wo aber auch die Führungskraft mit dabei sitzt, wo eventuell auch der Wissensnehmer und Geber dann auch in verschiedenen Sessions sich dann austauschen und so probierst abzufragen, was genau geht denn eigentlich an Wissen verloren, wenn der jetzt das Unternehmen verlässt. Ich suche so irgendwie was werden kann für die Kollegen, also so eine Art Austauschformat in der Kaffee-Ecke oder sonst was, was dann aber das Wissen speichert. Du hast eine Idee. Mhm. Ich bin sehr lange schon im Kontext von Wissensmanagement-Konzept beim Automobil-OEM aktiv. Mhm. Da sind 2015 Barcamps eingeführt worden intern, also immer wechselnd im Halbjahrestakt. Und da war halt gerade an den Produktionsstandorten das Problem, dass Produktionsmitarbeiter, die auf Nachtschicht sind, da halt nicht teilnehmen konnten. Und das musste halt quasi über die Standortleitung quasi freigegeben werden, dass die dann für das Barcamp für 2 Nachtschichten freigestellt werden, damit sie am Barcamp teilnehmen können. Und das hat halt den Riesenvorteil gehabt, dass damit dieser Barcamp als Ort des Wissensaustauschs in der Organisation sehr sichtbar geworden ist, diskutiert worden ist und eine große Veränderung mit der Kultur gemacht hat. Auch der Werksleiter dann auch ab dem 2. Barcamp das Opening gemacht hat und die Grußworte gesprochen hat. Und jetzt gerade, weil was ein bisschen das Problem ist, weiß nicht, wie es bei euch ist, die Produktionsmitarbeiter dort haben erstmal keine eigenen Endgeräte. Also das heißt, die haben kein Laptop, die haben kein Smartphone. Die Firmen sind in der Regel relativ paranoid, also so Bring Your Own Device mit dem eigenen Android in
eine Yammer-Community zu gehen, das gibt es zum Beispiel nicht. Deswegen gibt es viel so semi-legale WhatsApp-Gruppen oder Facebook-Gruppen oder so. Das ist eben gerade der große Ansatz, die direkten Mitarbeiter mit F1 oder F3-Lizenzen zu versehen, Office 365, sodass sie quasi auch auf Yammer zugreifen können. Es sind massiv iPads und weitere Rechner beschafft worden. Und jetzt so der nächste große Meilenstein ist Bring Your Own Device. Also, dass ich früh im Werksbus oder wo auch immer, wenn ich sitze, ja, mal in so eine Community einklinken kann und da mitlesen kann, mitdiskutieren kann. Und da muss man natürlich den ganzen steilen Weg durch IT-Security, Betriebsrat, Personal und so weiter durchgehen. Und wurde das nachhaltig angenommen dann? Naja, nachdem es 2015 gestartet ist und wir 2023 haben, würde ich schon sagen, ja. Also zumindest was die Formate, also Communities und Barcamps angeht. Jetzt in der Office 365 Einführung, also ein bisschen das Problem, also wie es bei euch organisiert ist, die haben so Arbeitsplatzpauschalen, also das heißt, für Office zahlst du halt in der Abteilung, weiß nicht, 12, 13 Euro im Monat und da ist dann halt Betriebssystem und IT-User und E-Mail drin. Und das ist halt auf die Geschäftsbereiche verteilt und wenn ich jetzt eine Produktion habe mit 30, 35.000 Leuten und der Produktionsvorstand sagt, ihr wollt, dass meine Leute da mitmachen und ich kriege 35.000 mal 12 Euro pro Monat auf mein Budget drauf, das mache ich nicht. Und das war jetzt halt eigentlich der lange Prozess zu sagen, wenn man will, dass die Mitarbeitenden auch mit eingebunden sind, dann muss die Organisation das auch finanzieren. Und das ist jetzt für Deutschland gelungen, die Landesgesellschaften müssen es einzeln machen und da ist es noch so ein bisschen, die einen machen es, die anderen nicht, weil gerade in den Produktionsstandorten natürlich immer auch jeder Cent dreimal umgedreht wird, bis er eingesetzt wird. Steht dann, wenn das Barcamp stattfindet, steht dann die ganze Produktion? Nein. Das sind einfach die Mitarbeitenden, die da hinkommen wollen. Das ist eh so. Barcamp-Zeit ist Arbeitszeit. Das heißt, du musst mit deinem Chef sprechen, ob du da hingehen darfst. Mhm. Es gibt aber halt offiziell die Ansage, dass Leute auch aus der Produktion das gewünscht ist, dass die daran teilnehmen können. Aber du musst mit demjenigen, der für dich dann deine Schicht koordiniert, sprechen. Mhm. Und wie, darf ich noch kurz eine Frage zu dem Barcamp? Wie lange ging das und wie habt ihr das gestaltet? Das Barcamp? Ja. Ja, das ist eintägig. Mhm. Geht von 10 bis 17 Uhr. Und ist so ähnlich, wie es ja auch abläuft. Ne? Mit Vorstellungsrunde, Session, Pitch. Sessions werden früh erst gemacht. Plattform ist nicht Google Docs, sondern Confluence Wiki. Hybrid ist über Teams umgesetzt. Mhm. Es gibt noch online eine Frage. Ja, ich habe auch fast die ähnliche Frage. Und zwar, wer macht die Sessions? Machen das Produktionsmitarbeiter selber oder ist das dann Trainer, die... Wir haben auch ein Produktionswerk und ich stelle mir jetzt gerade vor, die Menschen, die da an den Robotern arbeiten, machen die dann das Barcamp oder sind die Teilnehmer? Das Barcamp ist offen für alle Mitarbeitenden. Das heißt, egal ob du im Einsatz bist oder Personal oder in der Entwicklung, kannst du da Sessions anbieten. Ja, und klar, von den Produktionen kommen dann schon eher produktionsnahe Themen auch. Ne? Oder es kommen dann auch oft Themen an der Schnittstelle. Es gibt öfter mal Themen zwischen, was weiß ich, Werksplanung, Forschung oder Vorentwicklung. Und dann aber halt auch so immer spannend, dass Leute aus der Produktion drin sind, dass man quasi geplant hat und sagen, wenn ihr uns da mal früher gefragt hätte, wäre das vielleicht viel flüssiger gelaufen. Das ist schon. Wie motiviert ihr die Leute? Bitte? Wie motiviert ihr die Menschen in der Produktion, da mitzumachen? Also, manche sind ja sehr eher zurückhaltend. Ja, das ist einladungsbasiert. Also, es gibt so ein Guide-Netzwerk, so ein Multiplikatoren-Netzwerk, wo quasi in allen Geschäftsbereichen so Guides sind, die das dann natürlich auch pushen, die jetzt auch aktiv sind und diese mobile Nutzung, ne, weil theoretisch jeder hat die Lizenz, aber nicht jeder weiß das oder bekommt es mit oder man merkt dann auch, dass in anderen Bereichen die Vorgesetzten das dann nicht ganz so durchreichen, weil sie vielleicht selber ein bisschen skeptisch sind. Ne, und das schieben wir halt mit den Guides dann immer nach. Aber dann ist es einladungsbasiert, also die wollen, kommen. Aber es gibt auch keine Trainer oder irgendwie Leute, die jetzt vorbereiten. Sessions machen, sondern dass wirklich jeder, der kommt mit seinem Thema. Und das war am Anfang so, dass da manche die Angst hatten, ja, was ist, wenn da kein Thema zusammenkommt und brauchen wir dann irgendwie so einen Plan B. War es eigentlich immer so wie von Geisterhand, wir haben quasi 6 parallel und 4 hintereinander, die 20 Sessions kommen eigentlich immer zusammen. Dankeschön. Also eigentlich, wenn ich an BASF denke oder mal viele andere, da denke ich jetzt das ganze Thema Lean Management. Und im Endeffekt gibt es ja ein sogenanntes Produktionssystem, vermutlich mal bei BASF in irgendeiner Form. Und in dem Kontext ist ja das ganze Thema
bislang gelernt bzw. kontinuierlich verbessern und implementieren. Es gibt genügend Firmen, die zum Beispiel dann sagen, gut, okay, eigentlich mache ich das im Kontext vom Shopfloor-Management als Bestandteil vom sogenannten Produktionssystem, um hier die Leute praktisch dann in bestimmte Projekte mit hinein, in Verbesserungsprojekte mit hineinzuziehen und insbesondere dann auch die Projekte, die neu was dazulernen müssen, um hier zu verstehen, wie man Probleme angeht, bewältigt, warum es herkommt, wie Firma. Also eigentlich ist es, wenn ich ein konsequentes Lean-Management habe, müsste normalerweise auch dieses in irgendeiner Form mit implementiert sein dabei in der Richtung. Klar, wenn es dann nicht klappt, kann man was separat noch machen. Das wird auch teilweise mit Mentoring halt nochmal verbunden dabei in der Richtung. Aber so kenne ich das eigentlich ungefähr. Unter der Voraussetzung, dass es gelebt wird. So, und du hast ganz oft das Wörtchen eigentlich benutzt. Eigentlich, ja, eigentlich verwende ich das Wort verwende ich deswegen, weil vielfach das immer davon abhängt, ob die Leute es auch konsequent durchgezogen wird oder nicht. Also bei Porsche zum Beispiel wird es gemacht. Es kann nicht pauschal beantwortet werden, logischerweise. Es gibt die Ansprechpartner, klar, die für Lean Management und KVP verantwortlich sind. Oft haben die ein etwas verstaubtes Image in den Betrieben, weil sie sich mit Themen beschäftigen, die eben darum geht, Effizienz zu steigern und weniger mit den Menschen auseinandersetzen. Also mit den Menschen dieses Thema Lernen und Wissensmanagement oder die digitale Transformation ist nicht per se ganz oben auf der Agenda. Es hängt davon ab, wie das Produktionssystem ausgerichtet ist. Ja, so, jetzt ist der Wachweckruf nochmal durchgegangen durch die Organisation. Da wird sich, denke ich, vieles tun. Also dass diese zwei Themen wieder sehr eng zusammenwirken. Ja. Sicher. Nichtsdestotrotz wird sich das nicht von heute auf morgen ändern. Also die sind einfach näher dran und können sagen, ne, da und da könnten wir ansetzen, um ein Projekt zu starten. Oder das könnte das nächste Projekt sein, wo wir zusammenarbeiten können für eine, also ich komme immer aus dieser Perspektive, digitale Transformation und wie kann das gut funktionieren. Also da sind die meine ersten Ansprechpartner. Aber es ist nicht zwangsläufig so, dass dadurch alle Probleme gelöst sind. Das war, was ich damit noch nicht sagen wollte. Ich wollte sagen, dass es eigentlich ein bestehendes Instrument gegebenenfalls, womit man es mit integrieren kann. Ja, muss ein bisschen wachgeküsst werden, also zumindest in den Bereichen, wo ich unterwegs bin. Hätte ich eine Frage, und zwar, wir haben das in Form von Gemba Walks, in der Meetingstruktur. Genau. Was habt ihr da vielleicht noch in Richtung auch Wissenslandkarten? Habt ihr das auch da drin? Auf was? Ich habe es gerade gut verstanden. Jetzt, wenn man gezielt Kompetenzaufbau und Wissensaustausch, da haben wir auch diese typischen Elemente wie im Gemba-Block oder in der Meetingstruktur, Problemlöse-Blocks, die Huddle-Kaskaden. Was habt ihr da noch bei Porsche, was ihr konsequent lebt, wo ihr dann sagt, dass Wie es jetzt Porsche genau macht, kann ich dir nicht hundertprozentig sagen, aber ich kann dir sagen, wie es wir letztlich propagieren, also wir sind ein Beratungshaus, wenn du unser Mitarbeiter bist, dass letztlich, du hast ja zum Beispiel, also als blödes Beispiel, du hast ein Teamboard in irgendeiner Form. Ja. Im Teamboard stehen dann verschiedene Methoden, es sind verschiedene, also zum Beispiel auch das ganze Thema PDCA-Arbeit. Ja. Und dass du dann ganz bewusst darauf achtest, dass du die Leute, die einfach neu sind, einfach ganz konsequent in diese Projekte mit einbindest, damit sie dabei auch effektiv lernen, wie diese Probleme angegangen werden und was für Hintergründe dabei sind. Der Gemba Walk als solches kommt darauf an, wie der ausgestaltet ist dabei. Also Gemba Walk würde ich jetzt da an der Stelle nicht unbedingt sehen, sondern ich würde es eigentlich eher darin sehen, in die Verbesserungsprojekte die Leute ganz konsequent einzubinden dabei in der Richtung. Da würde ich es ja eigentlich eher sehen an der Stelle. Auch in die Verbesserung hineinzukommen, um einfach auch hier dann neue innovative Impulse mit reinzubringen dabei, die in Richtung KI oder Machine Learning oder Pipapo einfach unterschiedlich haben. Es hängt ja immer davon ab, inwieweit die Digitalisierung jetzt in diesen Kontext mit eingebunden ist oder nicht, was sie eigentlich sollte normalerweise. Ja. Also klar, je nach Produktionsgestaltung habe ich Maschinen laufen, die gibt es Maschinen aus den 70er, 80er, 90er und was weiß ich was für Jahre. Ja. Und das ist immer davon abhängig. Und dann ist die Frage,
arbeite ich schon mit dem digitalen Zwilling oder nicht in Bezug auf das ganze Thema Lean beispielsweise? Das sind alles solche Fragen. Oder nicht. Also du siehst es, das ist ein breites Feld insgesamt. Definitiv, ja. Und deshalb, also ich wäre gerne hier und würde eine Präsentation geben mit Lösungen. Leider ist es noch aber nicht so, aber vielleicht nächstes Jahr oder nächstes. Aber für mich ist Eindruck, du hattest ja auch das ganze Thema Schwarmintelligenz erwähnt. Ja, wie verstehst du das? Warum hast du das eingebracht? Naja, weil die Mitarbeiter ja ein wahnsinniges Wissen haben. Ja? Und wie kann das tatsächlich für eine Organisation gesichert werden? Und über diese Gespräche hinaus, ne? Über diese Wissenslandkarten hinaus, wie kann das gut gemacht werden, damit man das nutzen kann und das nicht mal so ein häufig sind so ein Einmalaufwand. Ne? Also jetzt machen wir das mal, aber es soll dann halt langfristig sein, im Arbeitsalltag immer erweitert werden. Das muss so niedrigschwellig sein und so trotzdem so Spaß machen, dass es permanent wächst. Das Wissen. Und da brauchst du eben die Schwarmintelligenz jedes einzelnen Mitarbeiters in dieser Riesenorganisation. Gibt eine Meldung online? Ja. Ich würde gerne, also ich denke in dem Bereich darüber nach, im Moment User-Generated Content vielleicht einzuführen, traue mich aber nicht. Die Frage, hat da jemand schon mal Erfahrungen gemacht? Also im Prinzip so wirklich ganz niederschwellig, mach ein Video von dem, was du tust oder zeichne es einfach auf, egal wie. Gib es notfalls rüber in unsere Learning- und Development-Abteilung, wir bereiten es auch auf, aber einfach dieses, zeichne einfach was auf, schreib es auf, dokumentiere es irgendwie, kleine Prozesse, hat da jemand Erfahrung, also wir haben es noch nicht gemacht, es geistert mehr so als Idee bei uns. Oder was Ähnliches in der Art vielleicht. Wir haben das teilweise schon probiert, also so kleine Micro-Learnings zu produzieren, auch die, ich sag mal, Shopfloor- oder Werkstätten-Mitarbeiter dazu zu animieren, im Stichwort von dem Enablement. Das geht dann halt schon los, dass viele eben kein Betriebshandy haben. Dann hast du das Problem, dass du oft keine Dreherlaubnis hast. Dann sind das teilweise Orte, wo du nicht einfach mal das Handy draufhalten kannst, weil es dann eben um Betriebsgeheimnisse geht. Dann hast du einen Betriebsrat, der kommt dann um die Ecke rum mit irgendeiner Lichtbilderlaubnis. Dann stellt sich die Frage, wo legst du später das Video ab, sodass es für alle verfügbar ist? Hast du dann im Prinzip einen geschlossenen SharePoint oder hast du vielleicht irgendeine Screen-Umgebung? Hast du eine eigene Gruppe? Also du kommst da ganz, ganz schnell an sehr, sehr viele technische und organisatorische Fragen. Und dann ist es oft so, dass diese Shopfloor-Mitarbeiter teilweise überhaupt nicht die Zeit haben, das zu machen. Und wenn sie die Zeit haben, dann will sich keiner vor die Kamera stellen. Also es ist nicht so einfach, wie es klingt. Aber es ist an sich eine gute Idee. Es gibt auch viele externe Anbieter, die so kleine Apps anbieten, mit denen du dann praktisch so kleine Videoschnipsel zusammenfügen kannst, sehr niederschwellig, dass du praktisch mit wenigen Klicks kleine Videos machst. Die kannst du teilweise auch nachvertonen. Teilweise sind die Lizenzen aber elends teuer und dann ist das Problem, dass die Betriebe dann sagen, das Geld wollen wir nicht investieren, geht das nicht anderweitig. Also ist eine gut gemeinte Idee, aber in der Praxis. Deswegen frage ich, ob schon mal jemand probiert hat, weil ich ähnliche Befürchtungen im Vorfeld auch schon habe. Ja. Also es ist tatsächlich diese Herausforderung, dass sie eben so weit weg, also dass die Arbeit woanders stattfindet, nicht an einem Endgerät, an dem wir vielleicht sitzen. Also bei uns ist es so, dass wir seitens der Personalentwicklung quasi ein Tool zur Verfügung stellen, um eben Videos aufzuzeichnen, auch recht niederschwellig, einfach ein Account, wie so eine App kann man gut bedienen. Wir haben es im Produktionsumfeld noch gar nicht ausprobiert, aber haben selbst in der Verwaltung genau das Problem, was du gesagt hast, keine Zeit, man will sich nicht vor die Kamera stellen, wo legst du es am Ende ab, sodass es immer so ein bisschen im Hintergrund mitfließt, viel Geld kostet, aber nicht wirklich gezogen wird. Und dann haben wir immer auch das Problem, also wir verwenden es zumindest im eigenen Team zum Prozesse aufzeichnen, kurze Anleitungen, etwas auf im System zu hinterlegen etc. Aber auch da hast du halt immer das Problem, dann ist es sehr schnell wieder nicht mehr aktuell. Dann hast du irgendeine Anleitung, die legst du, keine Ahnung, im Team OneNote ab, musst es dann aber immer komplett überprüfen. Und dann ist es halt doch wieder einfacher, wenn du in OneNote eine geschriebene Anleitung hast, wie was funktioniert. Da kannst du mal einen Satz ergänzen. Beim Video musst du das mit reinschneiden. Also Video ist da zwar schön zum Anschauen, so man stellt sich das wie YouTube immer ganz toll vor als Konsument, aber zum Erstellen
Das ist irgendwie nicht so ganz praxistauglich bei uns zumindest. Also wir haben eine Meldung, Entschuldigung, ich weiß nicht, ob das darauf bezogen ist oder sich dann anschließend haben wir noch zwei im Raum. Ja, genau. Mich melden. Ja. Ja, also tatsächlich haben wir auch schon so ein bisschen in die Richtung Erfahrung gemacht. Bei meinem vorherigen Arbeitgeber, also ich habe bei ThyssenKrupp ein Forschungsprojekt mit begleitet, da ging es um digitale Assistenzsysteme und das Projekt hieß Stahlassist. Da haben wir auch halt genau die gleichen Versuche gestartet. Wir standen vor genau den gleichen Herausforderungen, also organisationale Fragen und so weiter. Das größte Problem, was wir da hatten, war tatsächlich eine nicht gängige Internetverbindung. Durch die ganzen Stahl und all die Hindernisse, die man hat. Und was wir aber gemerkt haben, was sich eigentlich ganz gut erwiesen hat, also wenn man dann mal einen Ort gefunden hat, wo sich alle Beteiligten bereit erklären, das mitzumachen und so weiter und das technisch auch funktioniert, war es tatsächlich über Azubis. Also Azubis müssen ja eh all die Prozesse lernen und all die Dinge, die es halt da zu wissen gibt. Und die sind ja sowieso immer mitgelaufen, ne? Und die hatten halt dann auch so ein bisschen Spaß. Die hatten dann eben ein Handy mit dabei und haben quasi parallel sich ein paar Notizen gemacht, haben ein bisschen mitgefilmt und so weiter. Und das hat eigentlich tatsächlich dann ganz gut funktioniert. Ja, also ich könnte vielleicht noch beitragen. Ich würde sagen, so wie in den Wissensmanagement-Ansatz, den Wissensmann gerade gehört, gehört ein Wiki rein. Also so ein bisschen das Problem ist im Moment, dass alles fragmentiert wird. Ne? Tausende Teams, tausende Kanäle, hier noch ein SharePoint, da noch ein OneNote. Und man braucht irgendwie den Ort, wo Sachen dann mal konsolidiert sind. Ne? Und so wie das im Internet, die Wikipedia ist, glaube ich, so ein Confluence oder MediaWiki brauche ich irgendwo. Und das ist sehr niederschwellig zum Beitragen. Ne? Dann User-Generated Content, finde ich, muss man das Thema Blogging massiv schieben. Also dass jeder, der was zu sagen hat, ganz einfach bloggen kann. So wie ich auf WordPress.com halt einen Blog aufmache. Geht es ja in SharePoint Online auch mit einem Klick quasi, habe ich meinen eigenen Blog. Das kann ich dann quasi ausbauen, um auf der einen Seite YouTube-Plattform, ne, das heißt, da muss ich diese ganzen Kämpfe machen, ne, mit Formularen für Abtreten des Rechts am eigenen Bild und so weiter. Und Kampf mit der Unternehmenskommunikation ist immer ein großer, weil die sind, die so auf den qualitativ hochwertigen Kanälen den Finger haben wollen. Ne? Also so diese Angst, bisschen wie die Verlage im letzten Jahrzehnt, ne? Wenn alle Blogger bloggen, wer liest dann noch unsere Zeitung? Das hat man, finde ich, also oft als Diskussion mit der UK. Und was ich noch so ein bisschen als Geheimtipp vielleicht mitgeben will, Podcasting-Plattform. Also quasi so ein internes Spotify nachzudenken, weil das ist so von der Produktion viel einfacher. Das ist vom Schnitt viel einfacher. Und ich habe dieses Ganze, bin ich gut gepudert und muss ich ein Formular unterschreiben, in der Regel nicht. Und für ganz viele Dinge, wo ich halt jetzt nicht was zeigen muss, wo was aufgebaut wird, wo einfach nur zwei Leute sitzen und reden, reicht mir oft ein Standbild. Das kann man in Podcasts einfügen in die Kapitel und man tut sich da in der Regel viel einfacher. Also ich glaube, der Weg zum User-Generated Content führt, glaube ich, immer über, also wir machen es halt über Academies. Das heißt, dass wir entweder eine Videowerkstatt anbieten oder dass wir vor Ort gehen, dass wir den Leuten anbieten, wir helfen euch, wirklich Content zu erstellen. Damit hast du halt immer zwei Fliegen mit einer Klappe. Du hast ja niederschwellig erstmal wirklich gutes Material erstellt, was dann da ist. Und wenn das dann so ein bisschen viral geht und auch Führungskräfte merken, hey, da ist tatsächlich Potenzial drin, dann kann es sein, dass das so ein bisschen ein Anschub ist, dass die Leute auch ein bisschen Freiraum bekommen, dass Interesse besteht. Und du trennst so ein bisschen die Spreu vom Weizen, weil es gibt immer so die, ob das jetzt die Azubis sind oder einfach die jungen, dynamischen Mitarbeiter, die sagen, ich habe da wirklich Bock drauf. Und ob es ein paar Ältere gibt, die vielleicht sagen, nee, das ist nicht so meins. Aber wenn du vor Ort gehst und denen einfach mal zeigst, wie es geht, das kann oft so ein Anschub sein. Ja, also das wurde vorhin schon erwähnt, das Thema digitale Assistenzsysteme. Also wir haben da auch einen Mandanten und Kunden, der das gerade überlegt einzuführen dabei in der Richtung. Ergänzend dazu, was du auch gerade gesagt hast, wir haben auch noch einen anderen, der arbeitet sehr viel mit dem ganzen Thema No-Code und Zero-Code. Und der im Endeffekt sagt, okay gut, der hat praktisch aus der Produktion selber, tun die Mitarbeiter für sich selber basierend auf Low-Code, Zero-Code, eigene Applikationen
erstellen und damit wächst auch deren, sagen wir mal, Digitalisierungslandschaft dabei in der Richtung. So, und die Mitarbeiter sind da sehr intensiv mit dabei, die finden das gut und haben da das auch letztlich so sehr gut angenommen dabei in der Richtung. Das also doch in der Ergänzung. Und damit wird auch viel, weil die tun natürlich dann über dieses Thema Low-Code das Wissen der Mitarbeiter, der anderen Kollegen mit integrieren. Was ist Low-Code, Zero-Code? Bitte? Was ist das? Low-Code, Zero-Code ist im Prinzip, du kannst mittels, da gibt es bestimmte Applikationsplattformen, wie zum Beispiel Mendix oder sowas, da kannst du dann Applikationen erstellen ohne Programmierkenntnisse. Okay. Vielleicht in deine Richtung noch geht mit dem Machine Learning. Also wenn du halt so große Repositories hast mit User Generated Content, dann tut man sich relativ leicht eben auch mit Chatbots und also GPT in Intranet quasi da drauf zu gehen, weil du brauchst ja eine Knowledge Base dahinter. Ne? Das heißt, Siemens zum Beispiel, da haben jetzt einen eigenen Tenant gemacht, wo halt OpenAI-Services freigeschaltet sind. Und darüber kann ich quasi über eine API das Wiki auch anzapfen und kann halt auf der einen Seite mir sozusagen Zusammenfassungen geben lassen. Das wird in Zukunft mit dem Microsoft Graph zusammengebracht. Kann aber auch sowas machen wie, ich will hier eine Seite zum Thema XY erstellen im Wiki, damit ich nicht auf einem weißen Blatt Papier starte, gib mir mal einen ersten Draft und ich fange dann an, drauf aufzubauen. Und das ist so, wenn man merkt, wie schnell jetzt Adoption von ChatGPT war. Jeder probiert da rum und vielleicht bei keinem Familienkaffee mehr, wo nicht irgendjemand sagt, die Kinder haben gerade ihre Hausaufgabe über ChatGPT gemacht. Da ist sowas auch ein Einfallstor, ne, wo man sagen kann, da geht man so ein bisschen an den Spieltrieb der Leute und jeder probiert da mal aus. Kannst du da einen Kontakt herstellen? Ja, klar. Was uns sehr stark beschäftigt ist, wir haben auch viele Chatbots, Wikis. Wie halten wir die aktuell? Also da wird so viel Wissen und dann ruft man die Links ab, das geht schon wieder nicht mehr, das stimmt schon wieder nicht mehr. Habt ihr da Lösungsansätze? Vor allem ist eine Riesenorganisation, dann ist eine Umstrukturierung, die Abteilung gibt es dann schon wieder nicht mehr. Dann haben wir eine Knowledge Management Zentrale in Basel, aber die schafft auch schwer, da den Überblick zu machen. Hat da jemand Ansätze, wie man diese Wikis aktuell hält, bei so einer schnellen Veränderung, auch in Riesenorganisationen? Was wir vom Ansatz in der Regel machen, ist halt die Communities rund um Wikis quasi zu etablieren. Ne? Dass du sagst, eine Agile-Ad-Audi-Community kümmert sich um bestimmte Bereiche und Themen, Agilität im Wiki. Und dann hast du halt die Lean und die Design Thinker und die Werkstoffwissenschaftler, ne? Dass die sich sozusagen zuständig fühlen, neben ihrem Yammer-Homebase und ihren Meetups und was sie alles machen. Dass man sagt, bestimmte Sachen. Da stellen wir sicher, dass das gepflegt wird. Passiert das in 100% der Fälle? Natürlich nicht. Ja, das heißt, da haben wir so ein paar Triggerpunkte, wo man dann zum Beispiel sagt, so wie in der Wohnung, macht man mal einen Frühjahrsputz oder im Supermarkt macht man eine Inventur. Sind das halt eher so Pizza- und Party-Ansätze, ne? Wo man sagt, jetzt ist Frühjahrsputz, geht eine E-Mail raus an alle, die schon mal irgendwie Wiki was geschrieben haben, ne? So mit der Message, macht vielleicht in eurer Community mal einen Freitagnachmittag oder so oder einen Afterwork und setzt euch zusammen und schaut mal die Wiki-Seiten durch, ob die auf Stand sind. Genauso, das ist nämlich ein unsichtbarer Teil der Wikipedia. Genauso funktioniert es in der Wikipedia auch. Es gibt Communities außenrum, was weiß ich, Mittelalter-Community und die kümmern sich darum, dass alle Wappen da sind und so. Das geht auch nicht von Geisterhand, ne? Und auch nicht durch die KI. Das müssen die Menschen irgendwann machen und die müssen halt irgendwann auch Zeit dafür bekommen oder sich Zeit dafür nehmen. Sonst verlottert so ein Wiki auch schnell. Ja, und ich glaube, das Thema Verantwortlichkeiten vergeben gehört irgendwie auch ganz stark dazu, du hast es gerade schon gesagt. Ne? Also bei uns hat halt jeder Wiki-Bereich halt mindestens mal einen Admin, eher zwei. Das heißt, die kriegen vorher schon mal eine ganz andere Einweisung noch, was man halt noch so quasi zu tun hat. Und wir vergeben auch gerne die Rolle als Gärtner noch zusätzlich, wenn es halt ein sehr großer Wiki-Bereich ist. Ja, und darüber kriegen wir die Leute einigermaßen. Ich finde das spannend, den Ansatz, wie dieses Community-Thema sozusagen, hier fühlen wir uns als Gruppe und dadurch auch genau. Verantwortlich füreinander. Also du hast ja so ein Konstrukt Community of Practice, also eine Domain, die Community und die Practice. Und die Domain ist quasi der Ausschnitt der Wissenslandkarte, in dem die Community Expertise haben sollte. Ne? Natürlich nicht nur die, aber das sind so die Leute, die am ehesten zu dem Thema was haben können. Ja, und denen auch wichtig ist, dass es aktuell bleibt, denke ich mal. Ja. Qua Definition, wenn du dich als Community quasi einführst, ist es sofort deine Aufgabe mit dazu.
Genau, also natürlich mit der Arbeit mit Freiwilligen immer nicht wie beim Redakteur. Ne? Also wenn man jetzt bei der Tageszeitung arbeitet und schreibt in einem Artikel was Falsches, wird man Kopf kürzer gemacht. Ich würde beim Wiki nie Leute den Kopf kürzer machen, weil die das halt in der Regel als Corporate Hobby in ihrer Freizeit machen. Da auch nicht 10% ihrer Zeit in der Regel haben, um Wikiseiten zu schreiben. Aber ich kann es halt fördern, indem ich zum Beispiel Siemens in der Wikisphere haben so Themenportale, so ähnlich wie die Themenportale in der Wikipedia. Und dann sehe ich halt, welche Community ist für das Themenportal zuständig. Und wenn ich dann da vielleicht Themen noch nicht finde oder irgendwas ist falsch, habe ich immer den Link zur Community rüber, wo ich sagen kann, ich habe jetzt die Frage, dazu steht da aber noch nichts, dann wird jemand die Frage beantworten. Und wenn 10 Leute aufschlagen mit der Frage, dann sind die Leute in der Community genervt und sagen, Mensch, jetzt schreiben wir es mal ins Wiki, damit nicht jeder die Frage stellt, alle 3 Tage. Ja, da sind wir aber wieder bei den Produktionsleuten, die da halt sehr, sehr weit weg sind. Ja. Also mehrere Hürden überspringen müssen, bevor sie da überall. Das ist ja also das, was ich beobachte, ist, also das hängt auch ganz, ganz stark davon ab, auf welchem Niveau oder vom Innovationsniveau ist die sind die Anlagen, die Maschinen oder vielmehr der ganze Produktionsprozess dabei in der Richtung. Reden wir von 80er, 90er Jahren oder sind wir schon eine Weile voraus dabei in der Richtung? Je nachdem besteht auch der Bezug dann zu diesem ganzen Thema Digitalisierung mehr oder weniger, besser oder schlechter. Das heißt, es ist auch eine kulturelle Frage dahinter steht in der Richtung. Weil kann ich dann überhaupt diese ganzen Dinge, die jetzt hier angesprochen sind, das ist eher Highfly, kann ich das überhaupt auf den Boden bringen, ja oder nein? Kriege ich da überhaupt eine Verbindung zur Maschine oder nicht? Alles solche Dinge, die dabei für meine Begriffe zumindest auch eine ganz große Rolle spielen, weil ansonsten fehlt der Bezug. Und die Antwort ist halt divers, ne? Weil genau. Das alles da ist. Und das ist schon groß und wir sprechen nicht nur zu Lieblingsfragen, wir sprechen eben auch von anderen Standorten und da ist alles dabei, definitiv alles. Ja. Und dann eben Kultur noch mit dabei, logischerweise. Und antrainiertes Verhalten, du hast so ein bisschen angeschnitten, ne? Also was darf ich überhaupt auf dem Netzgelände, was darf ich nicht? Darf ich überhaupt ein Gerät benutzen? Oftmals nicht. Und das sind alles Hürden, die dann eben übersprungen werden, bevor so ein System lebt. Also wir haben auch noch, da wo keine Computer oder Handys in den Produktionsbereichen sind, haben wir auch mal überall Tablets an den Anlagen, wo man auch Sachen nachschlagen kann oder auch nochmal wichtige SOPs. Und die waren bei uns in der Pharmaproduktion auch schon im Sterilbereich, da sind die. Und es wurde doch ganz gut angenommen, weil also die Produktionsmitarbeiter, auch wenn sie keinen Computerarbeitsplatz haben, haben sie doch zu Hause mittlerweile jeder ein Smartphone und da sind die auch schon mit zurechtgekommen. Gibt es noch Impulse von den Online-Teilnehmern? Ich danke euch, dass ihr hier wart. Ich glaube, das Thema ist noch nicht ganz fertig, aber wir können es ja gemeinsam machen. Was waren wir denn eigentlich? Also, das haben wir viel erzählt, aber davon gar nicht so Zeit. Was wir so eigentlich, naja, also ist auch von der BASF, hat schon ein bisschen was erzählt. Ja, das ist ein bisschen der Moderator. Tatsächlich gibt es ganz viele Sachen. Ne? Also, was ich, wir aus unserem Bereich sehr viel zusammenarbeiten, sind die Trainees, nicht die Auszubildenden, sondern die Trainees. Es sind Ingenieure, die aus der Hochschule kommen und die quasi dieses digitale Mindset schon mal mitbringen und die dann eben in den Betrieben unterwegs sind und Schnittstelle sind zu einer Zentraleinheit, die da eben die Kunden mit vorantreiben können. Und die, so sagen die Betriebsleiter, deshalb sind die so attraktiv, quasi die Möglichkeit geben, den Betrieb atmen zu lassen, weil sie zusätzliche Fachkräfte sind in diesen Anlagen und damit funktioniert zumindest dieser Austausch ganz gut oder ich habe diese Kapazität, um Dinge anzuschieben in den Betrieb, klappt ganz gut. Nach 2 oder 3 Jahren gehen die dann über in diese Anlage und solange werden sie aber zentral gesteuert und auch ausgebildet. Und das ist eine gute Möglichkeit, um auch so eine Community aufzubauen, die dann vernetzt arbeitet und Ideen weiter generiert. Ein Beispiel, was ganz gut funktioniert. Wissensmanagement gibt es leider keine gute Lösung oder ich habe sie noch nicht gefunden. Das kann gut sein, denn es ist die größte Herausforderung, herauszufinden, was die BASF überhaupt alles schon gemacht hat.
Also ich finde ganz viele Leute auch hier auf der Konferenz, sind auch Kollegen da, die ich noch nie getroffen habe, die jetzt heute hier sind, die sich offensichtlich auch... Wie die BASF-Büste, was ja... Ja, aber das ist es eben. Gibt es Wikis? Ja, sind verteilt. Gibt es Meta? Nein. Gibt es Communities? Ja. Teilen die Wissen? Ja. Finden es die Leute? Nein. Also es ist irgendwie, es ist alles da, aber nicht wirklich gut orchestriert. Und da können wir definitiv noch besser werden. Und dann eben diese Mega-Herausforderung, wie komme ich an die Leute ran, für die das einfach eine gelernte Hilflosigkeit auch ist. Ne? Also sie haben gelernt, diese Geräte nicht zu nutzen. Sie haben gesagt, kriegt hier ist ein Fotografierverbot. Jetzt komme ich und sage, jetzt macht ihr mal Fotos und jetzt macht ihr mal Filme. Das sind Riesenwiderstände, die man da gewinnt. Also das ist auch eine Kultur, die da über Jahre aufgebaut wurde in so einer Art und Weise. Das ein bisschen einzustellen. Ich finde einfach, du hast das Thema angeregt, also glaube ich, wäre das einfach ganz gut. Wenn auch von also es ist, ja, also es ist einfach sehr divers. Es gibt nicht die einfache Lösung. Ich würde gerne eine Initiative anschieben, die in diese Richtung geht, dass man so eine Meta-Plattform hat, wo man so zusammenkommt. Das ist so mein Interesse. Und man ist dann ganz schnell in der Tool-Diskussion. Ja, welches Tool kaufen wir denn? Und ich glaube, die Tool-Frage ist es nicht. Mhm. Aber das ist so der Ansatzpunkt, mit dem ich vorgehen kann. Oder was, ne? Mit welchem Hebel kann ich an die Geschichte rangehen? Das ist das, was mich so umtreibt. Tool, wir haben alles. Wir haben Office 365, wir haben Teams, wir haben Yammer, wir haben... Es ist alles da. Ich glaube, in dem Moment, wo man in der Organisation ist, wo die erste Frage bei Wissensmanagement ist, welches Tool brauchen wir eigentlich, nochmal in die Wurzeln zurück, was eigentlich Wissensmanagement ist. Und mittlerweile seit 2018 gibt es ja ISO 30401 Standard, also einen riesigen Blueprint, wie man das in der Organisation verankert und an dem würde ich mich dann entlang hangeln. Da geht es halt darum, Wissensmanagement ist Management, umfängt bei Führungsverhalten, Zeit geben, Prozesse gestalten, und so weiter an. Und Tool steht da relativ weit hinten. Ist aber der Reflex, ne? Der Reflex ist natürlich. Was brauchen wir denn jetzt, damit ich habe es gemacht, abhaken kann? Das ist der totale Reflex. So wie privat, sage ich immer, ne? Wenn man sagt, man will einen Marathon laufen, die Sportschuhe sind schnell gekauft, aber das Training ist hart. Mhm. Das sind halt die Sportschuhe. Ne? Ja, und ich meine, weil du vorhin gesagt hast, Simon, einfach mal anfangen mit Blocken. Also wir haben jetzt Jammer seit geraumer Zeit bei uns im Unternehmen und es gibt 1000 Communities. Aber genau dort, was jetzt die Esther anspricht, wird es eben nicht genutzt. Also im Produktions- oder Werkstattbereich, da hast du keine Blue-Colored-Worker, die sagen, oh, ich mache jetzt mal einen Jammer-Post oder so. Ich mache hier ein Working Out Loud oder irgendwas. Das ist komplett abstrus. Also die sind auf ihrer Schicht, die haben ihre Arbeit zu tun. Da wird nichts gepostet. Also das wird jetzt allerhöchstens für Marketing und Kommunikation intern genutzt. Ja, wenn wir wieder auf dem Netz sind. Warum? Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, warum sollten sie das tun? Aus welchem Grund? Die haben ihre Schicht, die gehen da rein, stempeln ab, ziehen ihre Stunden runter, sind am Teamboard, machen ihre Sachen dabei. Warum? Wozu? Ja, man muss das irgendwie in ihre Welt integrieren. Oder was ist ihre Welt und was sind ihre Motivationsfaktoren? Genau. Was wird ihnen auch vermittelt, was wichtig ist? Exakt. Wichtig ist, wir werden immer effizienter, es muss schneller gehen und so weiter. Aber das ist ja darauf auch überdenken. Wenn ich was erfolgreich gelernt habe, kann ich es doch auch teilen. Wenn irgendwas gut lief, kann ich es doch teilen, aber es wird einfach nicht genutzt. Ja, aber bedenke mal bitte, woher die kommen, von der Kulturseite her. Ja, bin ich bei dir. Aber wenn ich eine Kultur verändern, wie lange brauche ich, um eine Kultur zu verändern? Normalerweise sagt man eine Generation. Okay, die Zeit hast du normalerweise nicht. Okay, aber du musst irgendwo, also mit kleinen Schritten dabei. Deswegen nochmal, ich gehe zurück zum Lean Management dabei in der Richtung. Die Leute gehören für mich damit eingebunden an der Ecke. Ja, wobei Lean ist für mich nochmal eine ganz andere Nummer. Lean deckt die Grundphilosophie von Lean ist, Verschwendung zu vermeiden. Nee, stimmt. Und die Lean-Organisation und die lernende Organisation sind in vielen Unternehmen einfach ganz diametral. Die einen beschäftigen sich mit Lernen, die anderen Verschwendung zu vermeiden. Also das eine ist OPEX. Ja, das ist euer Verständnis dafür. Ja, aber so wird es auch da wieder kulturell gehen. Ja, genau. Und dann ist es das, was sich eben manifestiert in den Und dann wäre die Frage, ob man vielleicht das Produktionssystem nochmal neu überarbeiten müsste und vielleicht gucken, was bedeutet das für die Kultur an der Stelle. Warum? Ja.
Weil egal wie, dieses Thema Wissensverlust aufgrund der Demografie, das betrifft alle, ja, das betrifft nicht nur euch. Bei euch, ich weiß, also BASF hat ein Riesenproblem in der Richtung dabei, das weiß ich. Es gibt auch viele haben ein Riesenproblem damit. Aber ja. Ja, also ich denke, diese Wissensvermittlung, dafür gibt es ja auch wieder eigene Rollen, die Betriebstrainer und so weiter, die genau das sicherstellen, dass dieses Wissen weitergegeben wird, also was dokumentiert ist oder nach irgendwelchen ISO-Vorgaben eben nötig ist. Dafür gibt es Prozesse. Aber deshalb lernt ja nicht übergeordnet die Organisation. Deshalb wird noch kein Wiki befüllt. Und ich glaube, es ist auch, es fällt mir so auf, so vielleicht ein deutsches Phänomen, wenn die einen sich feiern würden, würden die anderen sagen, oh, guck mal da, die feiern. Also das ist jetzt nicht so, dass man dann sagt, oh ja, in Jammer ist dann toll was geteilt worden, sondern es wird immer ins Negative so aufgezogen. Die haben Zeit, guck mal, die haben Zeit, da was zu posten. Das ist tatsächlich ein Problem, das ist eine Herausforderung. Wir sind am Ende. Ja. Dankeschön. Ich danke euch. Danke. Falls es bei dir einfällt, kommt gerne die nächste Zeit. Hört sich an. Tschüss. Danke. Und unsere Aktivität.